Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 183. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir überall in der Bibel Jesus finden dürfen. Er ist der Stern aus Jakob, der das Zepter hat, unser König. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir heute durch dein Wort mehr über ihn und seinen Charakter erfahren, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 25. Das Volk Israel, einige von ihnen haben sich an den Baal Peor gehängt, verführt, durch die Frauen der Moabiter und der Midianiter. Und nun ist dem ganzen Einhalt geboten worden. Und wir lesen in Vers 16 Und der Herr redete zu Mose und sprach: Bekämpft die Midianiter und schlagt sie. Denn sie sind es, die euch bekämpft haben mit ihrer List mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer Schwester Cosby, der medianitischen Fürstentochter, die erschlagen wurde an dem Tag der Plage, die wegen der Sache des Peor entstanden war. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns überlisten. Gewohnheiten, Dinge, die wir kultiviert haben. Gegen diese Dinge müssen wir kämpfen, damit sie nicht uns überwinden, sondern damit wir sie überwinden mit Gottes Hilfe. Und es geschah, als die Plage ein Ende hatte, da sprach der Herr zu Mose und Eleazar, dem Sohn Aarons des Priesters, Ermittle die Zahl der ganzen Gemeinde der Kinder Israels von 20 Jahren an und darüber nach ihren Vaterhäusern von allen in Israel, die kriegstauglich sind. Und Mose redete mit ihnen, samt Eleazar dem Priester, in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber, und sprach, wer 20 Jahre alt ist und darüber soll gemustert werden, wie der Herr es Mose geboten hat. Und dies sind die Söhne Israels, die aus dem Land Ägypten gezogen sind. Ruben, der Erstgeborene Israels. Die Söhne Rubens waren Hanoch, von ihm kommt das Geschlecht der Hanochiter, Palu, von ihm kommt das Geschlecht der Paluiter, Hesron, von ihm kommt das Geschlecht der Hesroniter, Kami, von ihm kommt das Geschlecht der Kamiter. Das sind die Geschlechter der Rubeniter, und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 43.730. Zu Beginn dieses Buches fand schon einmal eine Volkszählung statt, eine Musterung aller wehrfähigen Männer. Und man kann jetzt diese Zahlen mit den Zahlen 40 Jahre zu, zuvor vergleichen. Man stellt fest, der Stamm Ruben ist ein wenig gewachsen, um einige wenige Tausend. Aber die Söhne Pallus waren Eliab. Und die Söhne Eliabs waren Nemuel und Datan und Abiram. Jene Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die sich gegen Mose und gegen Aaron auflehnten in der Rotte Koras. Als sie sich gegen den Herrn auflehnten und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korah, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Mann verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Wir hatten ja diese Geschichte in, in dritte, in 4. Mose 16 ähm, gemeinsam studiert. Aber die Söhne Koras starben nicht. Und hier sehen wir etwas sehr, sehr Wichtiges, liebe Freunde. Gott nimmt niemanden in Sippenhaft. Menschen sterben niemals, weil der Vater gesündigt hat oder die Mutter oder die Kinder. Ihr könnt in Hesekiel 18 einen Vers dazu finden, der deutlich macht, dass jeder seine eigene Schuld trägt. Und obwohl Korah starb und viele Männer, die mit ihm alliiert waren, starben doch seine Söhne nicht, die offensichtlich seiner Rebellion sich nicht anschlossen. Wenn also in anderen Fällen wie bei Abiram bei Abiram und Datan die ganze Familie mit starb. Dann deswegen, weil auch die ganze Familie sich der Rebellion angeschlossen hatte. Die Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern waren Nemuel. Von ihm kommt das Geschlecht der Nemueliter. Yamin. Von ihm kommt das Geschlecht der Yaminiter. Yachin. Von ihm kommt das Geschlecht der Yachiniter. Serach. Von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter. Saul. Von ihm kommt das Geschlecht der Sauliter. Das sind die Geschlechter der Simoniter, 22.200. Und hier ist ein dramatischer Einbruch. Fast zwei Drittel der fast ursprünglich mal 60.000 Simoniter sind nicht mehr da. Kein anderer Stamm ist so sehr geschrumpft wie der Stamm Simeon. Die Söhne Gads nach, nach ihren Geschlechtern waren Zephon, von ihm kommt das Geschlecht der Zephoniter. Hagi, von ihm kommt das Geschlecht der Hagiter. Shuni, von ihm kommt das Geschlecht der Shuniter. Osni. Von ihm kommt das Geschlecht der Osniter, Eri, von ihm kommt das Geschlecht der Eriter, Arot. Von ihm kommt das Geschlecht der Aruditer, Areli, von ihm kommt das Geschlecht der Arditer. Das sind die Geschlechter der Söhne Gats. Und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 40.500. Mehr als 5.000 mehr als 40 Jahre zuvor. Und wie damals auch hier dieselbe Reihenfolge, auch hier ist Gatt an dritte Stelle eingefügt. Anstelle der Leviten, die ja nicht für das Heer mit gemustert wurden. Die Söhne Judas waren Er und Onan. Er und Onan aber waren im Land Kanan gestorben. Das hatten wir in 1. Mose 38 gesehen. Aber die Söhne Judas nach ihren Geschlechtern waren Scheler. Von ihm kommt das Geschlecht der Scheler Das war der dritte Sohn, ähm, den wir dort in der Geschichte kennengelernt hatten. Peretz, von ihm kommt das Geschlecht der Pereziter. Serach, von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter. Diese beiden, Peretz und Serach, waren die beiden, die Juda dann mit der Tamar gezeugt hatte. Aber die Söhne des Peretz waren Hesron. Von ihm kommt das Geschlecht der Hesroniter, Hamul. Von ihm kommt das Geschlecht der Hamuliter. Diese Linie von Judah über Peret, über Hesron, war die Heilslinie, die direkt zu Messias führen würde, wie uns Matthäus 1 deutlich macht. Das sind die Geschlechter Judas. Und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 76.500. Schon vor 40 Jahren war der Stamm Judah der, der zahlreichste gewesen. Aber jetzt ist er noch etwas gewachsen. Gott hatte diesen Stamm sehr gesegnet. Die Söhne Isaschas nach ihren Geschlechtern waren Tola. Von ihm kommt das Geschlecht der Tolaiter. <laughs> Puva. Von ihm kommt das Geschlecht der Puniter. Jasub, Von ihm kommt das Geschlecht der Jaschubiter. Shimron. Von ihm kommt das Geschlecht der Shimroniter. Das ist, sind die Geschlechter Isaschas. Und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 64.300. <laughs> Fast 10.000 mehr als 40 Jahre zuvor. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du jeden einzelnen Menschen für sich alleine betrachtest und dass du nicht die Sünden der Väter den Kindern zur Last oder umgekehrt, <laughs> umgekehrt. sondern wir danken dir, dass jeder Einzelne vor dir alleine stehen darf und dass wir persönlich dich kennen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.